Bringt eure Stimmbänder in Form und macht euch bereit für die ganz hohen Töne. Hier sind die 5 Karaoke-Bars, die man in Tokio einfach erlebt haben muss. Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, Pikachu mit eurer Stimme zu verzaubern, müsst ihr ins Karaoke Côte d'Azur. In der Bar mit dem französischen Namen gibt es einen Pokémon-Raum mit riesigen Wandgemälden und mehr Plüsch-Pokémon, als ihr in eurer 2-Stunden-Session durchknullen könnt. Sogar das Essen dreht sich nur um Pokémon. Es gibt Pikachu-Pizza mit Mozzarella und Würstchen oder einen Pikachu-Kuchen mit Kirschen und Sahne. Das Einzige, was hier fehlt, ist der echte Pokémon-Song. Wenn ihr eine Premium-Karaoke-Erfahrung haben wollt, müsst ihr Karaoke 47 sehen. In der 47. Etage des Kioi Plaza Hotels findet ihr eine der schönsten und vor allem höchsten Karaoke-Bars der Stadt. Die Bar ist so weit oben, dass ihr 2 Aufzüge nehmen müsst, um zu ihr zu gelangen. Dort angekommen findet ihr ein hochwertiges Audiosystem, 5-Sterne-Essen und einen professionellen Barkeeper. Aber diese Premium-Erfahrung ist nicht billig. Ein Bier kostet mehr als 10 Euro. Dear Stage ist eine der angesagtesten Karaoke-Bars für echte Otaku in Tokio. Die Besucher kommen aber nicht, um hier selbst zu singen. Das übernehmen die Angestellten der Bar, die dann für das abendliche Entertainment sorgen. Wenn die Show beginnt, kann das Publikum mittanzen oder mitsingen, wenn es denn den Kanji-Anleitungen folgt. Das Ergebnis? Eine wilde und etwas verrückte Karaoke-Atmosphäre. Vor und nach den Auftritten servieren die Stars der Show die Getränke und verbringen Zeit mit den Gästen. Wenn ihr Glück habt, gibt es sogar eine Solo-Performance. Lasst es krachen im Monster Hunter Karaoke-Raum. In dem mit Holz getäfelten Raum fühlt ihr euch wie in einer Taverne nach einem anstrengenden Tag auf Monsterjagd. Aber das ist noch nicht alles. Hier gibt es offizielle Monster Hunter Deko, Plüschtiere, Accessoires und Cosplay, damit ihr auch wirklich ganz in der Monster Hunter Welt versinken könnt. In dem künstlichen Kamin in der Ecke ist die Karaoke-Maschine untergebracht und auf den Regalen im Raum stehen Figuren und Sammlerstücke. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo die Karaoke-Szene aus Lost in Translation gedreht wurde? Kommt ins Karaoke Kan Shibuya 10 und fragt nach Raum Nummer 601. Hier könnt ihr euren ganz persönlichen Romantic-Comedy-Moment mit Scarlett Johansson und Bill Murray nachspielen und Brass in Pocket oder More Than This anstimmen. Oder ihr singt eure Lieblingssongs einfach da, wo auch schon echte Hollywood-Stars getrellert haben. Habt ihr noch andere Karaoke-Geheimtipps in Tokio? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Noch mehr Ausflugsziele haben wir in unseren 6 Tipps für Anime-Fans in Tokio.